Ja, so langsam steigt der politische Druck im Kessel für Nancy Faeser immer weiter und weiter an. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir hatten ja bereits zahlreich berichtet in den letzten Wochen zu den brisanten Details bezüglich der Entlassung von Arne Schönbohm, über die Verstrickungen zwischen Jan Böhmermann und dem ZDF und dem Innenministerium. Und jetzt sind schon wieder brisante neue Details rausgekommen, die das ganze Fass wirklich mittlerweile zum Überlaufen lassen. Erinnern wir uns nochmal ganz wichtig an die Aufklärungsgesuche hier damals von Nancy Faeser bezüglich der Causa Aiwanger. Ende August, als ja, die Süddeutsche Zeitung angefangen hat, darüber Berichterstattung zu machen. Und da war natürlich Nancy Faeser sofort wieder zur Stelle, um eben hier eine ganz dringende Aufklärung und so weiter zu fordern. Aber wenn es natürlich um die Aufklärung der eigenen Ungereimtheiten im Ministerium geht, da entzieht sie sich ja mehr und mehr der Verantwortung, hat ja sogar angekündigt, an den Ausschüssen bis Dezember und so nicht mehr teilnehmen zu wollen. Man erfährt jetzt auch immer mehr und mehr, warum. Denn bereits vor einigen Tagen gab es ja die neue Meldung in der Bild-Zeitung, dass Nancy Faeser von Anfang an vorhatte, Arne Schönbohm zu entlassen. Und zwar liegt es hier jetzt in diesen Aktenvermerken vor, die die Bild-Zeitung hier auch im Rahmen ihrer Recherche ja, bekommen hat. Und hier sieht man jetzt unten, schaut mal hier, den einen Satz in diesem einen Vermerk, ne, dass man jetzt gar nicht mehr unbedingt diese Verfehlungen von Schönbohm berücksichtigen müsste, denn diese seien sowieso als viel zu geringfügig einzuschätzen. Denn das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm als Präsident des BSI wurde erreicht. Aha, richtig interessant. Und dazu schreibt die Bild-Zeitung hier, ne, das Dokument, das Ziel von Faeser war, Schönbohm als BSI-Chef abzusägen. Einer ihrer Beamten schreibt in einem 15-seitigen Langvermerk, die Vorermittlungen hätten zwar ältere Dienstvergehen zutage gefördert, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei zweifelhaft, ob sich diese als Grundlage für die Amtsabberufung eignen. Doch das sei jetzt auch nicht mehr nötig. Dazu sagt der CDU-Innenexperte Stefan Heck, im Faeser-Ministerium herrscht Willkür. Ein Disziplinarverfahren wurde für halbseidene Personalrochaden missbraucht. Zweifel an der Rechtmäßigkeit wurden vertuscht. Dieses Disziplinarverfahren beendet nicht die Karriere von Schönbohm, sondern die von Faeser. Wow, also wenn das nicht mal noch eine Erhöhung der ganzen Vorwürfe an Nancy Faeser ist, dann weiß ich auch nicht. Doch jetzt gibt es direkt ein paar weitere Eilmeldungen, denn es geht noch immer weiter und weiter und weiter. Egal welche Meldung man mittlerweile vernimmt, eigentlich könnte man sagen, dass eine Verfehlung auf die andere folgt. Denn jetzt erinnert euch nochmal zurück an ein paar Monaten und die ganzen ja, Filzverdacht-Geschichten bei den Grünen um Patrick Greichen und um die parlamentarischen Staatssekretäre und so. Ein anderer Fall ist, glaube ich, auch immer noch nicht aufgeklärt. Da müsste ich jetzt mal wieder ein bisschen recherchieren. Und zwar bei dem einen Herrn, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der ja seine ganzen Start-up-Beteiligung und so weiter nicht so wirklich öffentlich transparent gemacht hat, bevor er dort Staatssekretär ausgerechnet im Wirtschaftsministerium wurde. Und ja, da ist eigentlich das öffentliche Interesse so niedrig gewesen, dass da auch die Medien größtenteils nicht mehr weiterhin Berichterstattung machen. Ich finde das aber nach wie vor höchst grenzwertig, was dort passiert ist. Aber jetzt zurück zu einem ganz anderen Filzverdacht, und zwar, dreimal dürft ihr raten, bei Nancy Faeser. Denn insgesamt wurden hier irgendwie 8 Stellen im Innenministerium ohne Ausschreibung besetzt. So, und dazu sieht man jetzt hier was, ne? Im BMI erfolgte in 8 besonderen Fällen aus Gründen der Personalplanung und des Personaleinsatzes die Besetzung ohne Ausschreibung. Davon in 4 Fällen auf Ebene der
Unterabteilungsleitung, Besoldungsgruppe B6, in 3 Fällen auf Ebene der Referatsleitung A15 und in einem Fall auf Referentenebene A14. Und das Interessante ist, ne, die 4 Unterabteilungsleiter, 3 Frauen und ein Mann, bekommen ein sattes Grundgehalt von 127.200 Euro jährlich. Und eben jener Sven Heck, der von der CDU, der ja auch bereits das Thema mit Schönbohm massiv kritisiert hat und sogar gesagt hat, das könnte das Ende der Karriere von Faeser sein, sagt jetzt hierzu erneut zur Bild-Zeitung, ne, Unliebsame feuert sie gnadenlos, andere holt sie ohne Ausschreibung. Faeser macht, was ihr gefällt. Die Machenschaften der Ministerin im Personalbereich insgesamt gehören laut Heck auf den Prüfstand. Aber, Rhabarber, das ist noch lange nicht alles. Man braucht eigentlich nur weiterhin suchen. Man findet immer mehr und mehr. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, hier, ne, Mittelmeer, da bin ich ja auch gerade hier. Und zwar am ganz anderen Ende vom Mittelmeer, im wunderschönen Zypern, ne? Und es gibt ja in dem Mittelmeer alle möglichen Inseln, neben Mallorca, Zypern und so, zum Beispiel auch die italienische Insel Lampedusa. Und dort gibt es ja brisante Meldungen aktuell, dass viele, viele Asylsuchende und Flüchtlinge aktuell dort auf der Insel landen, wo teilweise schon extrem chaotische Zustände herrschen. Man kann sich auch einfach mal das anschauen. Ihr geht einfach mal auf X, ne, vormals Twitter, dann gebt ihr einfach Lampedusa da als Hashtag ein und dann könnt ihr auch richtig interessante Videos dort sehen. Ich habe dort wirklich auch ein paar Videos gesehen, wo man schon direkt wieder wütend geworden ist, wenn man da sieht, dass einfach direkt die Helferinnen dort angegrapscht werden und so, wo man sich so direkt denkt, so Wahnsinn, ja. Und jetzt, was muss man lesen, ne? Bundesregierung will wieder freiwillig Migranten aus Italien aufnehmen. Wo man ja gerade erst noch, ich glaube vor einer Woche oder so gesagt hat, dass das jetzt erstmal vorbei sei, ne? Und wo es ja eigentlich hieß, wir machen jetzt mal neue Gesetze, auch wegen der Abschiebung und so weiter, hat jetzt Nancy Faeser wieder auf die solidarische Verpflichtung und so weiter gepocht und auf die mangelnde Mitarbeit Italiens und hat jetzt gesagt, naja, wenn die sich dort wieder querstellen und so, dann muss Deutschland eben wieder mit seiner Solidarität gegenüber der ganzen Welt einspringen, muss eben die Probleme wieder lösen und muss eben hier wieder sehr viele Leute aus Lampedusa einfach freiwillig aufnehmen. Ja? Also man hat mittlerweile den Eindruck, die Innenministerin, der geht es null mehr irgendwie um den Schutz Deutschlands und auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise um die Förderung der Sicherheit innerhalb von Deutschland. Ich meine, das war ja neulich auch schon der brisante Fall, dass ich mir überlege, da ist natürlich eine katastrophale Flut in Libyen und so weiter und natürlich kann man da auch Hilfsgüter liefern und kann man denen auch helfen und so. Aber wie sieht es eigentlich mit dem eigenen Land aus? Was ist denn mit dem Ahrtal? Und was ist denn mit der Hilfe dort und so, wo man jetzt sogar die Gelder dafür sogar zusammenstreicht für den Katastrophenschutz innerhalb Deutschlands auf wenige Millionen, so, ne? Aber im Ausland verteilt man solidarisch und gönnerhaft einfach 1 Milliarde nach der anderen. Also das kann ja wirklich nicht wahr sein. Und die Krönung des Ganzen, da jetzt verlinke ich euch noch hier unten drunter, ist natürlich auch wieder hier bei Apollo News dieser Artikel über Faesers Schattenmann. Ja, durchaus lesenswerte Lektüre hier fürs Wochenende. Da kriegt man eigentlich wirklich mal Angst einfach, wenn man sich so anschaut, was Faeser alles eigentlich so macht. Und ja, bei Twitter Hashtag, trendet auch schon der Hashtag, sorry, Faeser Rücktritt. Und ich bin gespannt, ob diese ganze Kumulation an Ereignissen und ja, einfach Fehlentscheidungen und Pannen dieser Ministerin endlich dazu führt, dass sie eben zurücktritt. Zeit wäre es allemal.